Wir begrüßen Sie bei Red Hat Zylinderkopftechnik. Neues aus der Muckibude. Warum sage ich Muckibude? Weil wir haben hier einen Kia Picanto-Kopf, einen Liter Motor. Der Kunde will so ein bisschen Leistungssteigerung haben. Wieder kein Motorsportkopf für Bergrennen oder sowas, sondern für die Straße. Kleines Budget ist in Planung. Auch kleines Budget muss man in Anführungsstrichen setzen, ist natürlich nichts 100 oder 200 Euro, sondern ein paar hundert Euro gehen da schon weg. Wie viel, weiß ich noch gar nicht. Wir fangen einfach mal an. Dieses Video soll darüber berichten, was wir an dem Kopf jetzt machen wollen und wo die Reise dahin geht. So, jetzt haben wir hier unseren Zylinderkopf liegen. Der Thomas, der steht hier neben mir. Und wir haben die Aufgabe, so mit Minimalprinzip den kleinen Koreaner was schneller zu machen. So ist das, ja. Genau. Was wollen wir hier machen? Einmal Muckibude. Du hast ihn schon gewaschen, ne? Genau. Ist der abgedrückt worden oder sollten wir? Ist abgedrückt worden. War dicht, okay, ne? Genau. Ist im Vorfeld, also den Kopf hat der Kunde sich gebraucht gekauft. Mhm. Und daher haben wir alles einmal durchgeguckt, was gemacht werden muss. Und okay. Von seiner Seite aus heißt es, wenn es geht, vielleicht ein bisschen leistungssteigernde Arbeiten machen, was bei dem Kopf, naja, nicht so ganz einfach ist. Wenn man es günstig haben will, dann muss man dabei sagen. Ich gucke jetzt hier gerade auf die Puppi-Kanäle, die Einlasskanäle, da kriegt man keine zwei Finger rein, ne? Das ist also wirklich ein Witz. Also manches Motorrad hat größere Einlasskanäle. Das ist definitiv so. Ja. Die Besonderheit bei solchen Köpfen ist eben zwei Einlassventile, ein Auslassventil. Ne? Gibt so ein paar Motoren, die haben dieses Konstruktionsprinzip. Man muss halt gucken, was man in diesen kleinen winzigen Brennräumen unterkriegen kann. Und das ist nicht allzu viel, ne? Weil eine Zündkerze will da auch noch Platz haben. Genau, genau. Was machen wir an den Dingen? Ja, wir werden ein bisschen an den Sitzen arbeiten. Also die Sitzringe etwas weiten, die Sitze etwas sportlicher fräsen. Zumindest so weit wir reinkommen, ne, mit dem Messer. Da es halt sehr platzbegrenzt ist, müssen wir schauen, wie tiefer mit dem Messer reinkommen. Was können wir da an Material rausholen? Genau. Im Einlass- wie im Auslassbereich, Auslass auch ein wenig machbar. Und wenn man sich jetzt mal einfach mal anschaut, dass das Auslassventil, wo davor der Sitz gesessen hat. Gucken, hier sieht man es noch besser, okay. In welchem Bereich der Sitz gesessen hat. Dann kann man da eine Menge holen, genau, ohne dass man jetzt mit großen Sitzringen oder großen Ventilen. Und hier haben wir das Einlassventil und hier sehen wir es auch nochmal extremst. Ja, das ist aber wirklich extrem, ne? Das ist schon mega. Also da kriegen wir einen Millimeter, 1,2 im Durchmesser. Das so gesehen etwas vorgetäuscht. Genau, ne? Im Prinzip nicht nur, wir simulieren es nicht nur, sondern wir nehmen den Effekt mit, als hätten wir ein 1 mm größeres oder hier sogar noch mehr größeres Einlassventil drin. Und das bringt dann schon eine Menge. Wir werden jetzt hier keine riesen Kanalarbeit machen, weil das ist wirklich, müsste man mit minimalen, winzig kleinen Fräsen hier arbeiten. In Anbetracht dessen, dass wir hier nur ein schmales Budget nutzen wollen, werden wir die Kanalarbeit eigentlich im Großen und Ganzen sein lassen, sondern nur in Graden und anpassen und werden aber hier eine ganze Menge über die Ventile an Drehmomentzuwachs und auch an Füllungszuwachs generieren können. Genau. Einlassventile machen wir neue rein, all dieweil sie oben drauf, wie man vielleicht sehen kann, etwas eingeschlagen sind und da ist die Härteschicht da weg. Und von daher gehen wir da hin und machen ein paar neue Ventile rein. Ja, im Zuge der Arbeiten werden wir auch noch den Kopf was planen. Zielangabe vom Kunden, ca. 5/10. Genau. Ein bisschen Verdichtungserhöhung noch machen. Die Motoren sind eigentlich schon recht gut angesiedelt. Aber halt, er will noch ein klein bisschen mehr gucken, mit geringen Mitteln etwas rauszuholen. Viel mehr holen wir auch, planen wir nicht runter, weil dann verändern wir natürlich auch mit jedem Zehntel, wo wir abtragen, die Steuerzeiten. Der Kunde will jetzt keine einstellbaren Nockenwellenräder fahren und da Motorsport-Kampf-Hype betreiben, sondern will das alles irgendwie justieren und fahrbar halten. Also haben wir uns dafür entschieden, nicht mehr als 0,5 mm im Planabtrag zu machen. Auslasssitz bearbeitest du auch, ja? Ne? Auslass werden auch mit bearbeitet, werden auch innen drin noch was erweitert. Das ist auch noch ein bisschen was. Also normale Arbeiten im Zuge der sowieso anstehenden Instandsetzung, die wir dann eben mitnehmen, um den Kopf ein bisschen zu pimpen, müssen wir führungstechnisch was machen. Alles okay. Alles gut, ja, freut sich der Kunde. Das Einzige, was erneuert wird, sind die Einlassventile, da sie halt oben vom Schaft her eingeschlagen sind. Die Auslass sind aufarbeitbar. Wir gucken uns mal die Auslasskanäle an, wie die aussehen. Einfach, dass man mal die kleinen Dinger gesehen hat, die ja hier wenigstens ein bisschen größer sind. Ne, wie die Einlass. Also die sind schon echte Monster. Die sind schon groß. So. Licht haben wir voll auf. Haben wir eine Taschenlampe? Können wir mal in den Kanal reinleuchten? Genau, so sieht das Ganze hier aus. Der Thomas hat das schon vorgebürstet.
Jo, da geht wenigstens ein bisschen was weg. Da geht was durch. Ja, Auslassführung steht auch nicht so ganz massiv im Kanal. Also das haben sie zumindest so ein bisschen berücksichtigt. Thomas muss nochmal bitte reinleuchten in den Kanal. So, genau. Da zieht also gar nichts. Ist voll der Rennsportkopf, ne? Ja. Geil. Schon fast. Der Kunde sagt, das Ding dreht so schon wie Harry. Und na gut, er wird nicht weniger hochdrehen. Und ja. Sag mal so, im Einlassbereich haben wir es ja auch schon. Die Führung ist auch sehr kurz gehalten. Mhm. Ja, also es ist wo schon bist du? Da, hier. In dem Kanal. Ist eigentlich... Ja. Mann, voll der Bob mit Rennsportteil. Ja. Spaß beiseite. Gut, okay. Thomas, ich lasse dich mal werkeln hier mit dem Ding. Genau. Die Kunde wird sich auch freuen, wenn er da weitergeht. Und dann schauen wir mal, wie dann sind wir mal gespannt nach der Aussage vom Kunden dann, wie er seinen Leistungszuwachs hat oder was er an Leistung mehr bekommt. Meinst du, das Ding würde ordentlich laufen dann nachher? Laufen wird er. Inwieweit er mehr Leistung hat, lassen wir uns überraschen. Er wird bestimmt was spüren. Der Thomas hat im Rücken einen Porsche. Der Motor ist mittlerweile komplett revidiert hier. Das ist vom 996, 3,4 Liter Motor. Werden wir wahrscheinlich auch in einem der nächsten Videos mal drüber berichten, was wir mit dem Auto angestellt haben. Wir haben das ganze Auto also hier zur Abstimmung und dann zur Überarbeitung. Motor ist komplett nach Motorschaden revidiert worden. Und da gibt es sicherlich auch mal ein Video drüber. Okay. Stimmt. Thomas, ich lasse ihn in Ruhe, gell? Ja. Bis dann. Ciao. So, der Thomas, der hat unseren Zylinderkopf von unserem Kia schon auf der Ventilsitzfräsmaschine und hat da schon mindestens mal zwei Einlassventilsitze gefräst. Ich mache mal ein bisschen Licht mit dazu, dann sieht man auch ein bisschen was. So, ein bisschen weniger Licht. Und dann kann man hier auch sehen, wie da das Ergebnis aussieht. Ne? Vorher, nachher, vorher, nachher oder beide zusammen. So, so genau. Ja, eigentlich schon fast selbsterklärend, ne? So, dann kann man mal zeigen, wo der Dichtsitz ist, genau. Da ist der Dichtsitz diese, ich sag mal 1,2, 1,3 mm, ne? Sitz ja. Wahrscheinlich. Dann haben wir außen die Außenkorrektur. Außenkorrektur ist immer nur ganz wenig angefasst. Ja, Hauch noch. Ja. Und innen haben wir dann eine riesengroße Innenkorrektur, wie so eine Tulpe. Wie ein Trichter geht der jetzt auseinander. Unten müssen wir jetzt natürlich so ein bisschen anpassen, dann wird der Thomas noch machen. Wird gleich noch einmal angepasst mit einem anderen Messer. Genau, ne, dass wir so einen sauberen Übergang haben, dass das jetzt ganz so wie ein Trompet auseinander geht, damit man fließenden Übergang hat. Hier sehen wir es ja nochmal vorher, ja. Wo der Sitz vorgesessen hat. Ja. Und jetzt sehen wir mal, wo der jetzt sitzt. Genau. Haben wir gerade einen Abdruck davon. Und da kann man das Tragbild sehen, vorher hier, da, sehr weit innen. Ne? Sehr, sehr weit innen, genau. So, also guter Millimeter verschenkt, pro Seite hätte ich fast gesagt, wenn ich jetzt hier durch die Kamera gucke. Also sind schon fast 1,5-2 Millimeter. So, und hier liegen wir jetzt außen. Genau, fast Außenkante. Jo, so ist doch gut. Minimal Restreserve. Genau, so jetzt auch hier, ist der Backcut auf dem Ventil jetzt drauf gemacht. Genau, da kann man auch den Übergang sehen. Ne? Vielleicht zeige ich dann auch nochmal den Backcut da oben drauf. Genau. Hier ist auch ein sehr breiter, weil das Ventil sehr klein ist. Und fließenden Übergang praktisch dann auf die 45 Grad Dichtkontur. Ne? Genau, genau. Ja, Thomas, dann kannst du hier mal ordentlich rumschrubbeln und fräsen und ich machst aus dem Kopf so ein kleines Biest. Beast, genau. Beast. Korean Beast. Korean Beast. So, unser Köpfchen ist eine ganze Ecke weiter. Ich glaube, die Einlasssitzringe sind soweit alle bearbeitet worden. Alles vorgearbeitet, genau. Jetzt sind die Auslasse dran, wa? Als nächstes. Nicht. Gut, du musst noch ausrichten, dann nachher alles einrichten. Nee, jetzt habe ich ja innen drin mal ausgestellt. Ach so, ich sehe es hier gerade. Ja, da zeigt man. Sieht man auf einmal, wie auf einmal da große Löcher entstehen. Verhältnismäßig große Löcher. Gut, hier kann man sehen, wir haben hier jetzt im Prinzip wieder einen zylindrischen Kanal, wenn man jetzt den anguckt. Hier haben wir noch unseren Riesentrichter, sieht aus wie ein Bombenkrater. Daneben, sind alle jetzt schon im Prinzip, sind alle fertig. Der eine ist fertig und der ist zylindrisch geworden und jetzt schön geweihte, schön Übergang in den Kanal. Mehr machen wir auch nicht, einer reicht, sonst hat er nachher zu viel Leistung. Macht Sinn. Ja gut, hat einen starken Zylinder und der Rest hängt hinterher. Jetzt mal einfach mal, um darzustellen. Ne? Ich guck mal, ob ich so kann man es besser sehen. Was haben wir hier, 1847? 1847. 1982. Also ich sag mal 1,5 mm fast mehr, ne? Ja. Also 1,3. Zuwachs.
Das ist doch ordentlich, sag ich mal. Andere kämpfen und bauen da, was weiß ich, 1,5 mm größere Ventile rein, geben da richtig, richtig, richtig Asche für. Das hast du jetzt so gemacht. Genau, so. Auf der Maschine. Kann sich doch sehen lassen, ne? Ja. Der Kunde wird sich freuen, das Auto wird besser gehen. Wir freuen uns auch. Wir können irgendwann eine Rechnung schreiben. Ich lasse dich mal in Ruhe arbeiten. Ich mache weiter. Und Sie haben gesehen, wie sowas aussieht oder wie sowas aussehen kann. Und was für Maßnahmen oder sagen wir so, welche Resultate entstehen können durch gewisse Bearbeitungen. Ne? Dann machen wir weiter in deiner Mucki-Tuning-Bude. Ja. Okay, bis später, Thomas. So. Ja. Thomas. Kia Picanto. Genau. Wie weit sind wir denn hier? Ja, unsere koreanische Bestie muss noch montiert werden. Was ist denn passiert? Wir hatten, glaube ich, letzte schon über die Sitze genau, gesprochen. Und die ganzen Arbeiten mitgezeigt, wie wir den Sitz erweitern, welche Maßnahmen wirklich getroffen wurden und welchen Zuwachs wir bekommen haben. Ja, und jetzt ist das Ding eigentlich soweit fertig, auch geplant nach Kundenwunsch, also oder auch nach den Empfehlungen, die wir gegeben haben mit 15. Planabtrag. Unsere Ventile sind alle fertig aufbereitet, neue Schaftstunden liegen bereit, all die ganzen Sachen. Haben die Ventile im Backrad gekriegt? Die Ventile haben im Backrad gekriegt, haben auch beim letzten Mal schon gezeigt gehabt. Sieht mir auch wunderbar. Ja, genau. Ist stimmt. Auch sehr breit oder ein sehr langer Backrad. Dadurch, dass es ein sehr kleines Ventil ist, man muss auch schauen, wie man mit der Ventilschleifmaschine klarkommt. Ja. Und der wird halt hier direkt sehr schnell, sehr breit. Ja. Okay, dann nimm das Ventil bitte mal weg. Wir schauen uns mal gemeinsam jetzt die Sitze an und die haben sich schon ein bisschen verändert. Ja, wir waren ja im Innendurchmesser, manchen Zuwachs war gewesen 1, ich habe schon wieder vergessen, sind schon wieder so viele Motoren dazwischen geraten. Ja, genau, ich meine 1,4, ja, das war eine Menge. 1,5 mm im, ja, im Durchmesser an Zuwachs pro Ventil, ja, ne? Ja, muss man ja sagen. Rennireit. Genau, so im Auslassbereich haben wir natürlich auch dementsprechend was nachgearbeitet, ein bisschen was ausgeschält. Da ist es auch um einige Zehntel größer geworden, wobei das Auslassventil ja hier wirklich recht groß gehalten ist. Das sieht jetzt ja hier unten drin aus wie eine Kante, ist aber keine, ne? Genau, da ist alles. Also keine Sorge, dass da Übergang irgendwo, genau. Ja. Und jetzt bauen wir das Ding zusammen und dann ist er fertig und dann hoffen wir, dass der Kunde seinen Spaß mit hat. Das sind die dazugehörigen Federn? Genau. Okay. Ja, wird er wohl hoffentlich haben, oder? Und vielleicht kriegen wir auch ein Feedback und vielleicht kriegen wir auch ein Filmchen, ob es noch zusammenpasst, hat man das eine mit dem anderen kombinieren können, möchte ich fast bezweifeln. Wahrscheinlich werden sie nicht dran teilhaben, um zu sehen, wie unser Zylinderköpfchen läuft. Aber ich denke schon, er kann man nicht schlechter laufen als vor. Er wird besser laufen. Wir haben keine Erfahrung mit dem Kia Picanto in diesem Auto, mit diesem Kopf jetzt. Nein, aber sag mal so, aus 1000 Kubik schon etwas mehr Leistung mit rauszuholen, dann muss man auch schauen, dass man dementsprechend was gemacht bekommt. Und wenn man nicht mal eine Nockenwelle arbeitet oder über eine große Hubraumerweiterung, dann muss man halt über andere Dinge arbeiten. Ja. Ne? Wir wissen nicht, was der Kunde noch alles vorhat und was er macht, aber das ist ein Step bei seinem Spaßmobil und ich hoffe, unser Beitrag haben wir dazu geleistet. Genau, wieder halt mal so ein Köpfchen mit geringen Mitteln versuchen, auf die Sprünge zu helfen. Ne? Ja. Wie wir so schön gesagt haben, ab in die Muckibude. Ab in die Muckibude. Dann bauen wir das Ding mal zusammen, machen uns nachher noch eine Schlussaufnahme. Genau. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze so homogen aussieht, wie du das vorgibst. Ne? Ja, gut, wie wir es vorgeben, dann sehen wir nachher, wenn das Ding mal läuft, mal Kunde sagt, ja, er läuft besser, er hat gefühlte 10 PS mehr und er ist drehfreudig. Dann gucken wir dann mal. Ne? Dann guck mal, ich denke, das sind immer gute Dinge. Ja, okay. Ein Abschlussvideo haben wir leider nicht zur Verfügung, aber wir hoffen, Ihnen hat es trotzdem gefallen und wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick in die Zylinderkopftechnik geben. Ja, da bleibt uns nichts anderes zu sagen wie Gruß in die Welt, machen Sie es gut, Ihr Retter-Team.